Einen richtigen sonnigen Tag aus Gran Canaria. Wenn man auf die Sonnenseite des Lebens wechseln möchte, hat aber vorher nur die Schattenseiten kennengelernt, dann entschließt man sich natürlich, sein Leben zu verändern und die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Wenn man ehrlich ist, ist das ein wichtiger und großartiger Vorsatz. Wirklich wichtig bei diesem Vorsatz ist es allerdings, dass man weiß, wo man hin möchte. Oder zumindest eine Vorstellung davon hat, was man erreichen will in seinem Leben. Vielleicht gibt es da Dinge, die man einfach loswerden möchte. Und man weiß auch, dass man aus diesem Grund neue Wege gehen muss, um etwas zu verändern. Weil vieles anders werden muss. Weil es nicht so bleiben darf, wie es ist. Da bleibt natürlich auch die Frage, ob man das wirklich schaffen kann. Ob man die Power dazu hat. Ich persönlich glaube ja, dass man alles in seinem Leben wirklich umsetzen kann. Alles, was man erreichen möchte, ist erreichbar. Auch wenn wir alle dieses Problem kennen, zu sehr zweifeln, statt sich selbst sicher zu werden oder zu sein, Ängste zu haben, möglicherweise auch zu versagen. Man ist sich natürlich auch im Klaren darüber, dass man etwas verändern muss. Aber jeder ist dafür selber verantwortlich. Und dass alles besser werden sollte, das hat man natürlich immer auch in seinen Gedanken. Aber zuerst muss man eine Vision entwickeln, einen Vorsatz entstehen lassen, der in seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, in seinen Bildern man sich oft selber schafft und die immer und immer wieder als Gesamtbild auftauchen. Aber diese Visionen muss man auch umsetzen können und dann kommen diese typischen Zweifel auf, mit denen wir Menschen immer zu kämpfen haben. Und diese Zweifel scheinen uns immer in der Hand zu haben. Und diese Zweifel bringen uns oft auch in diese Situation, dass wir selber sagen, wir geben auf, und genau da setzt die Kraft der Hypnose ein. Die Kraft, die motiviert, die hilft, mit einer richtigen Einstellung und den richtigen Gedanken seine Ziele zu verfolgen, ohne Zweifel, so wie man es sich immer vorgestellt hat. Eine Online-Hypnose hilft, seine Vorstellungen und Visionen zu verwirklichen, in die Realität umzusetzen, alle Zweifel der Vergangenheit aus dem Weg zu räumen und die Ängste mutig zu besiegen. Wenn man sich zu einer Online-Hypnose entscheidet, muss man es auch wirklich von ganzem Herzen wollen. Man muss mit ganzem Herzen dabei sein. Erst dann kannst du deine Träume verwirklichen und deine Wünsche wirklich so in die Tat umsetzen, wie du es dir persönlich vorstellst. Die suggestive Beeinflussung während einer Online-Hypnose hilft, neue Voraussetzungen dafür zu schaffen. Diese Voraussetzung, sich auch selbst so zu schaffen, um wirklich vollen Herzens in ein neues, gewünschtes Leben einzutauchen. Gleich, was es auch immer ist, das Rauchen und die Zigarette besiegen wollen, Unzufriedene, die ihr Gewicht reduzieren möchten, Depressive, die eine positive Stimmung fühlen wollen, sich von Ängsten zu befreien, Mut, Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl so zu steigern, dass Lebensqualität wieder entstehen kann und die man dann auch stabilisiert, oder gar nervige, alte und belastende Gewohnheiten und Rituale aus der Welt schaffen. Wenn man das Ganze von Herzen angeht, dann ist Hypnose ein wirklich probates und erfolgreiches Mittel, in ganz großen Schritten jedes Vorhaben auf die Straße in Richtung des Erfolges zu lenken. Und wenn ich dir dabei helfen darf oder wenn du Fragen hast, die ich dir beantworten darf, dann schreibe mir per Mail, per WhatsApp, oder vielleicht unter diesem Post
Und es gibt noch eine Möglichkeit, am besten ruf mich direkt an, um mit mir persönlich zu sprechen. Auf jeden Fall freue ich mich auf den Kontakt zu dir. Ich wünsche dir einen richtig sonnigen Tag und bleib gesund, gerade in dieser Zeit. Dein Martin Bolze.